Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Info- bzw. Fragevideo. Und zwar folgendes. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, bin ich ja jetzt fleißig dabei, mit dem ersten FC Köln in der Football Manager 2019 Beta ein Safe zu spielen. Und da kommen schon ab und zu mal Fragen rein bezüglich Tutorials, wie geht das, wie geht jenes. Und da dachte ich, ich nutze einfach mal die Gunst der Stunde und frage euch vor den Bildschirmen, was hättet ihr denn allgemein gerne für Tutoriales, für Anleitungen, Hilfen für den neuen Football Manager? Was braucht ihr? Vor allem auch die Frage an die Einsteiger, die jetzt recht neu, sage ich mal, in der deutschen Community jetzt mit dabei sind, die noch nicht Riesenerfahrung haben, weil ich spiele den jetzt seit geraumer Zeit schon und bin, sage ich mal, ein bisschen betriebsblind. Daher, was wollt ihr für Tutorials haben? Ich sag mal, was ich geplant habe, auf jeden Fall, ich will was zum Scouting machen, weil ich jetzt festgestellt habe, ich habe durch Hilfe von einem Freund durch Marci ein bisschen Scouting-Ability-Fähigkeiten hinzugewonnen und will dazu auf jeden Fall ein kleines Tutorial-Video machen. Andererseits zum Training auf jeden Fall, so ein bisschen einführungsmäßig. Jetzt nicht so ein Best Practice, weil das kriege ich, glaube ich, nicht hin. Also ein bisschen einführungsmäßig. Andererseits so ein bisschen, was auch schon an mich rangetragen wurde, wie bekommt man Grafiken ins Spiel, wie geht jenes, zum Beispiel deutsche Nationalmannschaft und dann später auch die dritte Liga etc. pp. Wie stellt man das dort ein? Das will ich auf jeden Fall machen. Habe ich sonst noch was? Grafiken, Scouting, Training. Wollt ihr was zur Taktik hören? Fragezeichen. Also wie stellt man das ein? Pipapo oder allgemeine Tipps? In welchen Bereichen hättet ihr gerne noch Tipps oder so? Oder was wünscht ihr euch, sage ich mal, an, weiß ich nicht, Videos? Was hättet ihr gerne? So ein bisschen in die Richtung. Also lasst bitte in die Kommentare gerne runter rein. Schreibt. Das ist ein wichtiger Input. Nur dadurch kann ich, sage ich mal, sinnvolle Tutorials bringen. Sonst mache ich Tutorials und kein Schwein guckt das und ich habe mir Mühe gegeben und so. Hat das dann nicht so sehr gebracht. Deswegen runter in die Kommentare bitte schreiben. Genau. Und dann gibt es noch ein paar andere Sachen. So Informationen, wie es aktuell ein bisschen weitergeht. Genau, ich habe ja das Beta-Safe mit dem FC, das wollte ich tendenziell fast täglich machen. Ich mache das jetzt nicht komplett täglich, das kriege ich nicht hin. Also das, da ich mich da auch in die Taktik ein, in Taktik, Training, Training eher weniger, aber in Scouting einfuchsen will allgemein und jetzt das Wochenende sich dem Ende zuneigt, weil es ist jetzt schon 7:45 Sonntagabend und ich dann nicht so viel Zeit habe, um nächste Woche komplett abzudecken, ist mein Plan. Ihr bekommt Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag bekommt ihr, ist das richtig? Ja, ist richtig. Bekommt ihr den FC im Beta-Safe zu sehen. Das heißt, Dienstag und Donnerstag gibt es vom FC keine Folgen. Ich hoffe, ihr könnt damit leben, aber dann werde ich auch nicht überfrachtet mit Videos von mir. So ist mein Plan. Vielleicht lasse ich, also Montag, Mittwoch ist schon eingeplant. Vielleicht lasse ich einen der Freitag-, Samstag- und Sonntag-Termine auch raus. Weiß ich nicht, muss ich mal gucken. Vielleicht einen Samstag oder so, dass ich da was anderes reinpacke. Ihr werdet sehen. Ansonsten kann ich ja schon mal ankündigen bezüglich meiner FM18-Saves oder Let's Plays, die drei, die noch aktiv sind. Heißt, einmal mein Yeti auf Reisen, einmal mein Holiday Man und einmal mein Fortuna Back to the Top. Die laufen jetzt alle in dieser Woche aus. Und zwar wie folgt. Am Montag, den 22. Oktober, kommt die allerletzte Folge Ein Yeti auf Reisen. Mein Karriererückblick. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da nochmal zum Abschluss wirklich reinschaut. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich sag mal, 83 Folgen in einem Journeyman für einen Anfang. Ich bin stolz auf mich. Und für den 19er, vielleicht merkt ihr das ja jetzt schon mit dem FC Beta Safe, will ich da wirklich was mehr einsteigen. Auch mehr, sage ich mal, Spiele überspringen und alles jenes. Bisschen professioneller. Und was ihr vielleicht auch gemerkt habt, am Anfang dieses Videos müsste ein kleines Intro drin sein. Ha! Ich hab's geschafft! Ja, geil, ne? Genau. Am Dienstag beende ich dann meinen Holiday Man. Das ist ja mein Journeyman, wo ich ja nur in Urlaub gehe. Das mit der 11. Folge dann zu Ende. Und ich sag mal so, es hat ein recht überraschendes und plötzliches Ende gefunden.
Aber dazu mehr in der Folge am Dienstag. Dann gibt es am Mittwoch, den 24. Oktober, noch die Folge 24 bezüglich Fortuna Back to the Top. Und am 27., genau, ich muss gerade gucken, welches Datum wir haben. Samstag, den 27. Oktober, gibt es dann die allerletzte Folge Fortuna Back to the Top. 25 Folgen, finde ich auch ordentlich. Der Safe hat mir auch richtig Spaß gemacht und ich hoffe, ihr habt dann genauso Spaß und schaut euch nochmal die allerletzte Folge an, wo es sogar dann wieder, sage ich mal, etwas interessant. Also es ist nicht so ein Rückblick eher, ganz am Ende ist auch natürlich Rückblick drin, aber auch so ist es, sage ich mal, eine finale Folge mit einem finalen Spiel oder finalen Spielen. Ich weiß es gerade gar nicht mehr, es ist schon so lang her. Es ist schon eine Woche her, dass ich es aufgenommen habe und hochgeladen habe. Genau, das ist so der Plan für die nächste Woche. Heißt 4 bis 5 Mal FC mit dem Beta-Save plus 4 Folgen insgesamt von meinen 18ern, die dann zu Ende gehen. Und vielleicht packe ich aber zwischendurch schon mal ein Tutorial rein, weiß ich nicht. Ansonsten eine kleine Ankündigung. Ich hoffe, ich übernehme mich nicht damit. Mein Plan ist, wahrscheinlich am Donnerstag, Donnerstag oder Freitag kommt was ganz Großes. Hey. Ihr wisst nicht was, aber es kommt was Großes. Donnerstag wäre eigentlich sinnvoll, ne? Ja, Donnerstag kommt was ganz Großes. Freut euch da drauf. Mehr sage ich noch gar nicht. Ich sag mal nur, da werde ich auch meine Intro-Skills nutzen. Und ja, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ich hoffe, die Information war interessant für euch. Ansonsten, vielleicht eine Information, die sogar sinnvoll ist, was ich selber die Information bekommen habe. Und zwar gibt es bei Mediamarkt scheinbar eine Collectors Edition zum Football Manager 2019. Und da könnte dann es sogar sein, ich bin mir nicht 100% sicher, es liest sich so, dass da ein gewisser Football Manager 2019 Block mit drin enthalten ist. Plus ein Poster, plus andere Sachen für, ich glaube, 50 €. Ich pack's euch mal in die Beschreibung rein und könnt ihr mal vorbeischauen. Ich bin ja Hashtag Werbung, Hashtag Influencer. Nee, ich wollte eigentlich nur euch nur mitteilen und ich hoffe, die Information ist gut für euch. Ansonsten, mein Essen wartet. Ich habe Hunger. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen da lassen oder einen ganz wichtig, Kommentare rein lassen. Und ihr seht auch das erste Mal das ist auch ganz neu gemacht, frisch gemacht. Hier unten. Sozusagen hier über meine Breite habe ich jetzt endlich mal so einen Balken. Ich habe einen Zensurbalken für die untere Zeile. Nein, ich habe einfach mal meinen Twitter und meinen Twitch-Kanal mal was schöner dargestellt, weil mein Twitter-Kanal war zuletzt immer hier, nee, hier so oben in dem Bereich oder auch mal hier unten in, nee, da unten glaube ich in dem Bereich dargestellt gewesen. Das habe ich jetzt mal anständiger gemacht mit Balken. Ich finde, es sieht ganz nett aus in diesem Sinne. Ja. Könnt auch gerne vorbeischauen. Twitch werde ich irgendwann auch mal in Zukunft nutzen. Also effektiver als nur FMZ Cup Finale und Halbfinale. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir folgen würdet. Bei Twitter bekommt ihr eh die neuesten Informationen rein. Und ja, dementsprechend vielen Dank fürs Zusehen. Kommentare bezüglich Tutorials. Bitte gebt mir Input. Ich würde mich sehr freuen. Oder wenn ihr noch nicht abonniert habt, gerne abonnieren. Es gibt ganz schön viel zu tun für eine FM19. Und ich freue mich wahnsinnig drauf. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Rakeniti. Ciao.